So, ich fange dann mit Tintenfisch. Muss man putzen zum ersten. Also die Tintenfische, die sollte nie so groß sein. So, das ist die Gewebesäule. Machen wir raus. Das sieht aus so wie Plastik. Und das, wenn man kocht die Tintenfisch, dann wird sehr, sehr hart, unangenehm zu essen. Dann machen wir alles raus, was drin ist. Hier sieht man, haben wir die Augen, müssen wir raus, schneiden wir so. Und das ist die Mund, was auch unangenehm ist zu essen. Dann machen wir so, das kommt so wie eine Krone. Und voilà, das ist unser sauberer Tintenfisch. So. Unser Öl sollte schön heiß sein. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.